Hallo Freunde, herzlich willkommen zum zweiten Teil der Buchbesprechung des Buchs Die Kunst des erfolgreichen Lebens mit Dr. Dr. Rainer Ziedelmann. Das ist der zweite Teil. Wenn du den ersten Teil noch nicht gesehen haben solltest, dann klick doch einfach oben auf das kleine i und schau dir den ersten Teil zuvor an und dann diesen Teil, denn dann hast du den kompletten Input dieser Besprechung, welche ich mit ihm, mit dem Herrn Dr. Ziedelmann auf seiner Dachterrasse geführt habe. Super Buch mit Zitaten von mega, mega erfolgreichen Menschen, und wer sich von denen nichts sagen lässt, der ist selbst schuld. Und ich meine, Dinge, die jetzt in der Vergangenheit passiert sind, die können wir nicht ändern. Ich meine, ich reg mich jetzt auch nicht auf, dass es keine Dinosaurier mehr gibt oder so. Der Mensch ist ja blöd, wie schön wäre es, wenn hier so ein paar Dinosaurier noch rumlaufen würden. Kann ich nicht ändern, ja? Kapitel 12, Erfolg durch Fokussierung. Wer zwei Hasen zur gleichen Zeit verfolgen will, fängt keinen. Ja, das ist, gibt auch da eine interessante Geschichte. Der Bill Gates und der Warren Buffett, die waren lange Zeit die reichsten Menschen der Welt, gehören auch immer noch in die Gruppe. Ja? Da war ein Abendessen, das hat der Vater von dem Bill Gates gegeben, und dann hat er so die beiden gefragt, was ist denn das Geheimnis von eurem Erfolg? Ja? Ja. Und da haben sie beide wie aus einer Pistole geschossen gesagt, Fokus. Fokus. Ja? So, und das ist ja auch ganz klar, wenn sie jetzt die ganze Energie bündeln auf eine Sache, dann haben sie eine viel höhere Durchschlagskraft, als wenn sie es jetzt zersplitten. Also vielleicht weiß der eine oder andere das. Ich habe mal ganz lange her Karate gemacht, so Kampfsport. Ja? Ja. Da ist ja so, dass alle Energie praktisch hier aus dem ganzen Körper in den beiden Knöcheln gebündelt wird. Und nur deswegen, weil es so spitz ist, ja, hat man dann auch diese Durchschlagskraft. Ja. Und viele Leute, die tun irgendwo sich verzetteln, die machen das und das und das und das, ja, und da können sie nicht erfolgreich sein im Leben, ja. Das ist auch, nehmen Sie jetzt ein Beispiel vom Sport, ja, die erfolgreichen Sportler, so wie Tiger Woods, ja, der hat schon mit 2-3 Jahren angefangen, Golf zu spielen, oder der Boris Becker auch schon, da war ein paar Jahre alt, hat angefangen damals Tennis zu spielen, oder damals noch Michael Schumacher, weiß ich, war ganz klein, hat schon Auto, und klar, die haben dann auch mal zum Spaß irgendwo zum Ausgleich was anderes gemacht. Ja. Die haben sich auf diese eine Sportart fokussiert. Jetzt stellen Sie sich mal vor, der Tiger Woods, der hätte jetzt 50% seiner Zeit zum Golf trainieren verbracht und 50% der Zeit, um Fußballstar zu werden. Meinen Sie, der wäre dann irgendwo Top-Fußballer und Top-Golfer geworden? Schwierig. Nee, der hätte nirgendwo was erreicht. Ja? Ja. Und das ist halt das, was viele Menschen irgendwo nicht verstehen. Die machen das und das und das. Ja? Und es gibt auch da ein anderes Zitat in dem Buch von mir, ein Lieblingszitat von mir, von dem Steve Jobs, ja, der hat gesagt, Fokus bedeutet nicht nur, sich auf Dinge zu konzentrieren, sondern ganz viele Dinge nicht zu machen. Ja? Okay, ja. Und das ist oft wichtig, dass man Dinge nicht macht. Ja? Und das werden Sie auch sehen bei erfolgreichen, misserfolgreichen Menschen. Ein erfolgreicher Mensch, der kann gut Prioritäten setzen. Der sagt, das ist wichtig, darauf konzentriere ich mich. Und die weniger erfolgreichen Menschen, die können gar nicht richtig Prioritäten setzen. Ja? Die machen das, das und das. Ja? Und denen fällt es ja einfach schwer, bestimmte Dinge wegzustreichen und nicht zu machen. Ja? Und deswegen als Tipp, setzen Sie sich mal hin, machen Sie sich eine Liste von allen möglichen Dingen, die Sie machen, überlegen Sie vor allen Dingen, von was kann ich weniger machen, was kann ich streichen, und stattdessen sich auf die Sachen zu konzentrieren, die wirklich Sie weiterbringen. Jetzt kenne ich aber auch ein paar Erfolgreiche, die machen mehreres gleichzeitig so. Also es sind teilweise 3-4 Projekte. Gibt es da irgendwie so eine Grenze, wo also Sie was, sagen... Also sagen Sie mal ein Beispiel, was meinen Sie jetzt so? Ja, zum Beispiel, manche Leute sind angestellt, investieren nebenher im Immobilienbereich am Anfang, aber ohne das Anstellungsverhältnis wäre der Einstieg nie möglich gewesen. Ja, okay, da haben Sie recht, das stimmt, ja. Also, wenn Sie jetzt, ich kenne auch manche, die fangen an als Angestellte, ja, und tun dann nebenher anfangen, was anderes zu machen. Aber irgendwann werden Sie merken, dass Sie so erfolgreich sind, hoffentlich in dem Bereich, dass sie dann das andere auch sein lassen müssen. Also für so eine Übergangszeit empfehle ich das sogar, ja, weil manche fragen mich so, soll ich mich selbstständig machen, ja oder nein? Da gebe ich sogar als Tipp, probier doch erst mal nebenberuflich, ob du es überhaupt kannst. Das ist mehr so die Testphase, ja. Ja. Kannst du das überhaupt? Und wenn du dann siehst, es läuft gut an, ja, dann allerdings musst du schon dann dich auf eine Sache konzentrieren. Okay. Ja.
oder gerade so Beratertätigkeiten. Viele haben auch noch, wenn sie erfolgreich sind in ihrer Tätigkeit, ab und zu Beraterbuchungen oder so. Und die Sachen kann man dann einfach mitnehmen oder lässt halt einfach sein, wenn man es sein lässt. Hat man einen Fokus gesetzt, wenn man es mitnimmt, dann hat man noch ein zusätzliches Einkommen generiert mit einer geringen Zeitaufwand. Muss man jetzt in jedem konkreten Fall sehen. Ja. Ich sage ja auch nicht, dass man den ganzen Tag nur noch eine einzige Sache machen soll. Okay. Dann wäre das Leben ja auch ein bisschen eindimensional. Sie haben ja auch noch Hobbys oder Sachen, die Freude machen und so weiter. Ja. Das heißt jetzt nicht, dass du monoman den ganzen Tag nur noch eine Sache machst. Ja. Ja. Aber es gibt schon so ein Gesetz, dass du musst dich eigentlich mindestens 10 Jahre lang mal auf eine Sache konzentrieren, wenn du da richtig erfolgreich sein willst. Und wer jetzt glaubt, dass er irgendwo in 1-2 Jahren jetzt riesig erfolgreich sein will. Das sind ganz seltene Ausnahmen. Ja. Die Regel ist die 10-Jahres-Regel, also auch für alle großen Künstler, Musiker und so weiter, hat man mal rausgefunden, gab es auch sogar wissenschaftliche Untersuchungen drüber, dass die eigentlich im Grunde die meisten 10 Jahre gebraucht haben, bis dann wirklich der Durchbruch da war. Okay. Also wie lange machen Sie jetzt die Immobilien? 2016 die erste gekauft. 3 Jahre. Also sehen Sie, da haben Sie noch 7 Jahre, Sie sind ja noch jung. Ja, genau. Kapitel 13, Begeisterung steckt an. Nur wer selbst brennt, kann Feuer in anderen entfachen. Ja, das ist natürlich für jeden Chef auch wichtig, andere Menschen zu begeistern. Überhaupt, ja, jeder, der eine Führungsrolle irgendwo wahrnimmt, der muss ja andere Menschen begeistern. Und wenn man selbst nicht begeistert ist, ja, ja. Das ist natürlich schon dann sehr, sehr schwierig. Ja, wenn sie ja. So, ja, hab jetzt ein Buch geschrieben, ja, gibt, ist auch nicht schlecht so, können Sie mal lesen. Nee, ich bin begeistert, das ist super. Wie würden Sie das sagen, ich habe jetzt ein Buch geschrieben hier mal? Ja, das ist, ich bin begeistert davon. Und jetzt gibt es ja Menschen so, mir fällt es jetzt leicht, mich auch für Dinge zu begeistern. Ja. Ja. Aber jetzt gibt es ja auch Menschen, die sind von Natur aus irgendwo nicht so leicht begeisterungsfähig. Ja? Ja. Und für die habe ich auch einen Trick. Tun Sie einfach mal so, als ob Sie begeistert wären. Ja, ja, wirklich. Spielen Sie mal, dann werden Sie schon merken dabei, wie dann die Begeisterung kommt. Okay. Manche Leute haben einfach auch ein bisschen Angst, aus sich rauszugehen. Ja. Sind Sie mal ganz verrückt und steigern sich rein, sagen, Mensch, ich bin begeistert. Ja. Und dann werden Sie schon merken, ja, das dann ist werden ja, begeistert. Ja, das ist ja so umgekehrt, wenn Sie jetzt so sagen, ah, ich bin ganz traurig oder so, ja, dann ist ja auch schwer, dabei eine gute Stimmung jetzt irgendwo zu haben. Also es gibt eine Wechselwirkung, dass wir manchmal, wenn wir nur so tun, als ob, dann ist es wie so eine Art Initialzündung, wo es dann wirklich auch das Gefühl sich einstellt. Okay. Ja? Die Kunst der Selbstvermarktung, Kapitel 14. Die Grundregel bei der Selbstvermarktung lautet, sei anders. Ja, genau. Also nicht sei besser. Ja. Klar, besser sein ist auch, aber jeder sagt irgendwo, ich habe Qualität oder das und das. Nee, du musst vor allen Dingen anders sein. Ja. Ja. Wenn jetzt, also ich hatte jetzt zum Beispiel eine Firma im PR-Bereich und wir waren Marktführer. Ja. Ich habe jetzt nicht, wenn ich Kunden gewonnen habe, gesagt, wo wir irgendwo besser sind, sondern ich habe vor allen Dingen gesagt, erstmal, wo sind wir anders? Ja. Ich habe gesagt, wir sind fokussiert ausschließlich auf die Immobilienbranche und deswegen verstehen wir auch mehr davon als andere Firmen, die halt alle möglichen Sachen machen. Also das heißt, wir waren anders, ja, und das ist das Grundlegende, worum es geht in der Selbstvermarktung. Und anders sein heißt halt auch, den Mut zu haben, dann auch mal zu polarisieren, jetzt auch als Typ, ja. Wenn Sie jetzt praktisch Ihre eigene Persönlichkeit nach außen kehren, ja, jeder Mensch ist ja an sich anders, aber manche Menschen, die wollen dieses Anderssein irgendwo verstecken, ja? Weil die haben Angst, wenn ich jetzt nach außen so mich so gebe, wie ich bin, dann wird es auch immer Leute geben, die sie dann ablehnen, die dann, Mensch, was ist das für ein Blöder? Also gibt es bei mir auch. Ich habe viele Fans, die sagen, Mensch, Zillmann, finde ich super. Und es gibt andere, die sagen, das ist ja ein total Bekloppter. So. Macht mir nichts. Vollkommen okay. Ja? Ist mir lieber, als wenn alle irgendwo, nicht gut, nicht schlecht. Ja. Also sie müssen dann auch, wenn sie selbst vermarkten, den Mut haben zu provozieren und zu polarisieren. Haben Sie es schon mal erlebt, dass einer persönlich Sie angesprochen hat und das nicht so toll fand, oder?
sag auf der mal, Straße oder so? Nee, aber ich, auf Facebook erlebe ich, auf Facebook anonym, erlebe ich es natürlich oft, dass die Leute dann, ja, also ich habe zum Beispiel so mal zwischendrin Reklame, also ich habe jetzt über 17.000 Leute schon bei Facebook, wenn sie nicht dabei sind, kommen sie dazu. Und da gibt es so eine Frau, die schreibt immer so, ich kenne die gar nicht, die das ist auch ein Tarnname, nur die nennt sich Erika Brock, vielleicht ist sie auch gar keine Frau, weiß man nicht, weil es ist ja ein Tarnname. Und die zum Beispiel, die schreibt, egal was ich schreibe, immer negativ, ja, die schreibt immer dagegen, weil die ist irgendwo so antikapitalistisch eingestellt und die hat auch gegen erfolgreiche Menschen was und gegen reiche Menschen, ja. Und ja, aber ich sage, das ist doch interessant, die bringt Leben irgendwo da rein, ja. Das, dann habe ich was, wo man sich dran reiben kann und das irgendwo, das ist vielleicht das Salz der Suppe. Also mich stört das jetzt gar nicht, ja. Eine andere wäre jetzt vielleicht empfindlich und würde sagen, Mensch, und da ist jetzt die. Nee, alle herausragenden Persönlichkeiten haben immer irgendwo damit leben müssen, dass sie polarisieren, dass sie anecken, und wenn du anders bist, dann wird es nie jedem gefallen, und das gilt auch für Redner. Ja? Ja. Es wird, egal was sie für eine Rede halten, da wird es immer welche geben, die sagen, das war richtig klasse, aber da wird es auch irgendwo immer einen geben, der sagt, nee, finde ich blöd. Und deswegen gibt es manche Redner, die sich so praktisch dann verstecken, die lassen gar nichts von ihrer Persönlichkeit raus, am liebsten lesen sie noch irgendeine Folie vor im ganz teilnahmslosen Ton, ja? Und weil sie einfach Angst haben, dass in dem Moment, wenn sie mehr Emotionen zeigen, mehr von sich zeigen, dass sie dann angreifbar werden. Ja. Und die Angst, die möchte ich den Menschen nehmen. Also habe den Mut, anders zu sein, und nur dann kannst du dich auch selbst als eigene Marke aufbauen. Ja, okay. Mensch, ich bin begeistert. Ja? Kapitel 15, Vertrauen schenken und erhalten. Wer nicht genügend vertraut, wird kein Vertrauen finden. Ja, das gibt ja Menschen, die sind so von Natur aus total misstrauisch. Ja. Bei jedem denken die irgendwo, der will mich abzocken. Ja, was will der jetzt Schlechtes, ja? Das sind oft auch Menschen, denen man selbst nicht so vertrauen kann. Warum? Ja. Die projizieren ja ihr eigenes Verhalten auf andere. Ja. Das heißt, wenn jetzt einer unehrlich ist und immer irgendwo drauf aus ist, wie kann ich andere übervorteilen, denkt er natürlich, dass alle anderen Menschen auch so ist. Ja? Ja. Weil man schließt ja von sich auf andere. Ja? Ja. Und deswegen, wenn sie jetzt anderen nicht vertrauen, ja, dann denken die Menschen instinktiv irgendwo, ja, vielleicht kann man dem auch nicht trauen, weil wir das alle irgendwo unbewusst wissen, ja, dass Menschen so ihr eigenes Verhalten auf andere projizieren. Und Vertrauen ist aber gerade im Geschäftsleben absolut entscheidend. Ich habe noch ein anderes Zitat von Rockefeller drin. Der Rockefeller hat gesagt, alles, was ich im Leben erreicht habe, kam dadurch, dass ich anderen Menschen vertraut habe und andere Menschen mir Vertrauen geschenkt haben. Ja? Ja. Und das ist so entscheidend. Und ich meine, das Einfachste, um das Vertrauen von anderen Menschen zu bekommen, ist, ehrlich zu sein und ehrlich zu denken. Warum? Weil die meisten Menschen, die haben so eine Antenne dafür. Ist der andere jetzt ehrlich oder ist der unehrlich? Das nehmen wir unbewusst wahr, durch die Stimme, durch die Mimik, durch Kleinigkeiten. Ja? Und klar, jetzt gibt es manche so auch Betrüger, die sind jetzt geniale Schauspieler und denen gelingt das auch, das Vertrauen von Menschen zu bekommen, obwohl sie es jetzt gar nicht verdient haben. Aber das sind zum Glück jetzt, ja, ist die Minderheit. Die Ausnahme, bei den meisten Menschen ist so, dass sie irgendwo eine Antenne haben oder ein Gefühl haben, ist der ehrlich oder nicht. Und deswegen ist es Beste so, wenn sie eine innere Haltung haben, die vertrauenswürdig ist, also dass sie es gut mit dem anderen meinen und ehrlich sind, ja, dann werden andere Menschen das auch merken, ja, und die werden ihnen vertrauen. Also wo ich meine, bevor ich meine Firma gegründet habe, da habe ich mit 8 Leuten Gespräche geführt darüber. Ja, und da ging es darum, wirklich 120.000 D-Mark war das damals noch, sich zu verpflichten im Jahr für einen Beratungsvertrag. Ja. Und von 8 haben 7 Ja gesagt. Es war eine tolle Erfahrung für mich. Aber warum? Die haben mir vertraut. Die haben erstens gesagt, der ist kompetent, das ist kein Schwätzer, weil sie mich halt nicht als Schwätzer erlebt haben, sondern als jemand, der auch die Sachen umsetzt. Ja? Und zweitens, weil sie irgendwo gemerkt haben, der ist ehrlich und der meint es ehrlich mit mir. Ja? Also deswegen Vertrauen
absolut wichtig. Und klar, manche, die haben dann Angst zu sagen, dann kann ich aber auch mal enttäuscht werden und da hat mich immer der abgezockt. Natürlich, das wäre jetzt naiv, wenn sie sagen, alle Menschen sind gut oder so. Ja? Das heißt ja jetzt nicht, dass sie total naiv sind. Ja? Aber meine Grundhaltung, wenn ich jetzt jemandem begegne, ist nicht erstmal, dass ich ihm misstraue und überlege, was er mir alles Schlechtes tun kann, sondern ich habe erstmal Vertrauen. Außer wenn ich jetzt irgendwo tatsächlich Signale oder Hinweise bekomme, dass das Vertrauen nicht gerechtfertigt ist, dann ist es natürlich sinnvoll, dann auch vorsichtig zu sein. Ja. Kapitel 16, sich selbst gehorchen. Wer zu einem Versprechen am längsten braucht, hält am sichersten daran fest. Ja, klar, es gibt ja Menschen, die sind ganz schnell immer dabei, die versprechen alles Mögliche. Ja. Ja. So fragst du was, ja, klar, mache ich bis dann und dann. Ja. Ja, natürlich, weil die sind so schnell dabei. Ich bin immer der Meinung, wer ein Versprechen gibt, also jetzt nehmen wir mal an, zum Beispiel, sie sagen, bis dann und dann liefere ich dir das und das. Ja. Ja. Du musst dir vorher überlegen, ob du das wirklich machen kannst oder nicht und nicht dann hinterher dem anderen erklären, warum es dann doch nicht ginge. Ja. Also da war ich absolut eisern. Ich habe ja in meinem Leben hunderte, wenn nicht tausende Aufsätze geschrieben, Artikel geschrieben und auch 23 Bücher jetzt schon. Ich habe noch nie irgendeine Sache auch nur eine Minute später abgegeben als versprochen. Ja. Nie, niemals. Ja. Warum? Weil ich mir vorher das genau überlege. Ja. Und jetzt andere Menschen. Ja. Ich hatte so einen Mitarbeiter, immer wenn man den gefragt hat, ja, klar, mache ich. Der hat nie mal gesagt, nee, geht nicht oder schaffe ich nicht oder dafür brauche ich vielleicht länger. Ja. Und das war auch dann der regelmäßig immer die Sachen irgendwo, die Termine verpasst hat und zu spät abgegeben hat. Ja. Deswegen so jemand, der ganz leichtfertig immer sagt, ja, klar, logisch, mache ich und so weiter. Der nimmt sich selbst und seine Worte gar nicht ernst. Und ich möchte ja, dass Menschen mich ernst nehmen und auf meine Zusage vertrauen. Ja? Dass die wissen, wenn der was verspricht, dann ist es auch so, 100%. Und deswegen nicht zu schnell was versprechen. Habe ich auch erlebt jetzt zum Beispiel, wenn bei unserer Firma da ein Kunde wollte was haben, nehmen wir mal an, bis nächsten Mittwoch. Ja. Und ich habe gedacht, naja, vielleicht schaffe ich es bis Mittwoch, aber bin ich ganz sicher. Dann habe ich den Kunden gefragt, pass auf, wäre Freitag auch ausreichend für Sie oder ist wirklich Mittwoch wichtig? Ja. Fürs Freitag kann ich es 100% schaffen. Wenn Sie jetzt sagen, Mittwoch muss unbedingt sein, kriege ich auch irgendwo hin. Mir wäre der Freitag lieber. Ja? Ja. So, und dann hat er in der Regel gesagt, nee, Freitag, klar, Freitag geht auch noch. Aber der wusste dann auch, dass er es dann kriegt von mir. Manche, die sagen ja nur Mittwoch, weil sie wissen, der gibt es eh später ab und machen dann so einen Puffer oder so dafür. War bei mir nicht nötig, weil da wussten die, wenn ich sage, das und das, das ist so sicher, wie dass die Tagesschau um 20 Uhr kommt, da kann man sich drauf verlassen dann. Ja? Wie würden Sie mit so einer Situation umgehen, wenn ein Geschäftspartner oder irgendeine andere Partei nicht rechtzeitig liefert? Würden Sie dann anrufen und sagen, hey, wir haben darüber gesprochen, wo ist es denn oder wie geht man da vor? Ja, also ich bin da schon sehr eigen, ja, weil ich sage, da ich selbst zuverlässig bin, erwarte ich auch von anderen Menschen, dass sie zuverlässig sind. Jetzt ist es im Geschäftsleben so, da kann man sich die Geschäftspartner nicht immer aussuchen. Ja. Und da gibt es halt auch irgendwo unzuverlässige Menschen, ja, mit denen man trotzdem irgendwo zusammenarbeiten muss. Ja. Aber sagen wir mal so, wo ich es mir aussuchen kann, zum Beispiel im Privatleben, ja, da lehne ich es total ab, mit unzuverlässigen Menschen zu tun zu haben. Ich habe auch schon manchmal Mädchen kennengelernt, die dann irgendwo unzuverlässig waren oder so. Ja. Und wenn ich es gemerkt habe nach einer Zeit, das ändert sich nicht. Ja. Dann habe ich gesehen, das ist nichts für mich, weil es gibt immer nur Streit. Ja. Weil ich sage, ich erwarte ja nichts von dir, was ich nicht selbst auch gebe. Ich bin selbst zuverlässig. Und das ist auch immer mein Argument gegenüber Menschen, die dann unzuverlässig sind. Ich sage, guck mal, ich bin zuverlässig. Ja. Ich liefere das dann und dann. Und dann kann ich das von dir auch erwarten. Auch erwarten. Ja. Und vor allen Dingen, ich meine, meistens ist es ja so, dass man jetzt nicht einem anderen Menschen einfach irgendeinen Termin gesetzt hat, sondern dass man einen Termin vereinbart hat. Ja, wechselseitig. Ja, genau. Und ich habe das erlebt, also schon ganz schlimme Sachen. Ich war früher mal Cheflektor vom Ullstein Propyläen Verlag. Und da waren oft Autoren, die haben zu spät ihre Manuskripte abgegeben. Und da waren sogar welche dabei beim einen, das war das längste, 12 Jahre schon haben wir drauf gewartet. 12 Jahre, nicht 12 Monate. Ja. Und da haben alle immer versucht, das hinzukriegen. Und 12 Jahre. 12 Jahre, Tatsache. Und dann habe ich den angerufen. Ja. Da gab es ein paar so Kandidaten. Also 12 Jahre war der Rekord, aber andere waren auch ein paar Jahre. Ja. Da habe ich angerufen und habe gesagt, so, also
die anderen haben es hinbekommen. Dann habe ich selbst die Sache übernommen. Dann habe ich gesagt, wann kriegen wir das jetzt? Ja? Ja. Und dann hat er mir wieder was genannt, ja, im Dreivierteljahr kommt es. Dann habe ich gesagt, ist es sicher diesmal? Ganz sicher. Ja, ja, 100%. Ja. Kann ich mich 100% drauf verlassen? Ja, ja, 100%. Dann habe ich gesagt, okay, dann machen wir jetzt einen Vertrag. Wenn Sie es nicht geliefert haben bis dahin, ja, dann ist unser Vertrag erloschen in dem Moment. Und Sie müssen auch die Vorauszahlung zurückgeben. Ja. Dann sagt er, ja, das können Sie nicht machen. Und warum das? Er sagt, wie? Eben haben Sie mir noch gesagt, das ist 100%, dass es dann kommt. Das ist erst 5 Minuten her. Und jetzt haben Sie ein Problem damit. Da muss ich ja bezweifeln, ob Sie das wirklich ernst gemeint haben. Ja. Ja? So, am Schluss hat er dann auch einen Vertrag unterschrieben. Und bei manchen hat es funktioniert, aber bei manchen auch nicht. Da habe ich den Vertrag dann gelöst in dem Moment. Ja, ja? Und die Vorauszahlung zurückgeholt. Ja, also da waren die natürlich sauer dann. Ja? Aber vorher, die Mitarbeiter, die haben es irgendwo nicht mit hingekriegt. Die haben dann immer wieder auf die Versprechungen vertraut. Ja? Und ich nehme die Leute dann schon beim Wort auch. Ja. Ja. Wichtig, Kapitel 17, gesund denken und leben. Die meisten Menschen geben ihre Laster erst dann auf, wenn sie ihnen Beschwerden machen. Ja, bei den meisten Menschen sogar noch schlimmer, die geben es erst dann auf, wenn es eigentlich schon... Ja, ja, oder also ich kann mal aus eigener Erfahrung berichten, wo ich jünger war, so in meinen 20er Jahren, hatte ich ein paar Jahre Probleme mit Alkohol gehabt. Ja? Und ich habe dann sehr frühzeitig damit aufgehört. Also ich habe jetzt auch seit über, ich glaube, 33 Jahren keinen Tropfen mehr getrunken, weil ich damals gemerkt habe, ich kann nicht richtig damit umgehen. Ja? Aber bei mir war es so, dass der Leidensdruck jetzt nicht so groß war. Aber ich bin eine Zeit lang dann in eine Gruppe gegangen, Anonyme Alkoholiker, ja, und habe mich da mit anderen unterhalten. Ja. Und da habe ich gesehen, dass also die meisten, die haben erst aufgehört, da haben sie schon 4, 5 Entziehungskuren hinter sich gehabt. Die Ehe war kaputt, die Leber war kaputt, der Job war weg. Ja. Also es gibt wirklich viele Menschen, die erst dann aufhören, ja, wenn sie wirklich so viel Leiden durchgemacht haben. Und das finde ich im Grunde genommen traurig. Ich hatte irgendwo das Glück oder war gut von mir, dass ich in sehr frühen Stadium, bevor das alles passiert ist, aufgehört habe. Ja. Ja, weil ich habe mir dann angeschaut, die anderen Leute in dieser Gruppe, und habe gesehen, was die alles durchgemacht haben. Und habe ich gesagt, Mensch, musst du das auch alles durchmachen? Ja? Das ist auch so ein Spruch in meinem Buch, aus Erfahrung lernen ist gut, aber man muss ja nicht aus eigenen Erfahrungen immer lernen. Man kann ja auch aus Erfahrungen von anderen lernen. Ja. Und ich habe aus deren Erfahrung gelernt. Ich habe mir genau angehört, wie das dann bei denen weitergegangen ist. Und ich habe dann gelernt, das ist wie ein Gesetz, was ich also, du bist Alkoholiker, ja oder nein. Ja. Das ist wie schwanger, ja oder nein. Du kannst nicht sagen, ich bin ein bisschen schwanger oder so. Ja? Du kannst in der 2. Woche schwanger sein oder im 8. Monat oder im 9. Monat. Aber das ist wie ein Gesetz, wie sich das verläuft. Und warum muss ich jetzt bis zum Schluss warten sozusagen dann, wo ich schon alles Leid durchgemacht habe? Und so habe ich dann für mich gesagt, nee, ich höre jetzt auf, denn der Rest, was die mir alle erzählt haben, den spare ich mir einfach. Aber leider eine Ausnahme. Viele, da muss der Leidensdruck erst so groß sein, dass sie dann wirklich aufhören. Ja, ja, okay. Kapitel 18. Keine Angst vor Fehlern. Es gibt so viel, was man voraussehen muss, dass es keinen Sinn hat, darüber nachzudenken, was man hätte tun können. Es ist egal, wir leben für die Zukunft. Ganz, ganz wichtige Geschichte, also von Warren Buffett ist das Zitat auch eins meiner Lieblingszitate. Ja. Gibt ja Menschen, die immer so mit der Vergangenheit hadern. Ja. Hat meine Freundin schon lange her, die hat irgendwann mal viel zu teure Möbel gekauft. Mhm. Ja, und hat jetzt dann noch ein Jahr lang immer geärgert und fing immer wieder an, Mensch, hätte ich was anderes mit dem Geld machen können, warum habe ich das gemacht? Ich habe gesagt, das Geld kommt nicht mehr wieder so. Ja. Du hast es gemacht, ja, und hakt es einfach ab. Ja. Ja. Und ich meine, Dinge, die jetzt in der Vergangenheit passiert sind, die können wir nicht ändern. Ich meine, ich reg mich jetzt auch nicht auf, dass es keine Dinosaurier mehr gibt oder so. Der Mensch ist ja blöd. Wie schön wäre es, wenn hier so ein paar Dinosaurier noch rumlaufen würden. Kann ich nicht ändern, ja? So, das ist mit den Dinosauriern ist jetzt ziemlich lang her. Aber selbst wenn es 5 Minuten her ist, kann ich genauso wenig ändern wie jetzt das mit den Dinosauriern. Ja? Also warum soll ich mich jetzt darüber aufregen? Klar, ich kann jetzt Fehler analysieren, die ich in der Vergangenheit gemacht habe und irgendwie daraus lernen. Ja. Da schon. Aber jetzt mit mir hadern, sagen, Mensch, ich bereue das und warum habe ich das und warum nicht anders und so weiter. Das ist so eine Zeit- und Energieverschwendung. Ja. Ja? Der Warren Buffett, der hat das auch mal wie mit einer Badewanne verglichen. Da musst du einfach mal das Wasser ablassen. Dann, ja? Und so ist auch mit negativen Dingen.
Dinge aus der Vergangenheit. Lass es ab und hader nicht damit rum. Also auch wenn jetzt eine Beziehung zu Ende. Es gibt ja manche Menschen, die dann auch jahrelang irgendwo dran hadern und ihrem Ex-Partner dann Vorwürfe machen und sagen, wie schrecklich war der, warum das Leben damit verschwenden. So wie Warren Buffett sagt, wir leben für die Zukunft. Wir können die Zukunft ändern, die Vergangenheit können wir nicht ändern. Also mach dir jetzt einen Kopf über die Zukunft und über die Gegenwart und nicht darüber, was du früher hättest irgendwo anders machen können. Ja? Ja, sondern aus den Fehlern lernen und beim nächsten Mal vermeiden, damit man sich nicht drüber ärgern muss. Da schon, aber dann abhaken einfach. Ja. Abhaken. Ja? Ja, alles klar. Dann Herr Zittelmann, vielen Dank für das tolle Buch, für die tollen Lebensweisheiten und weiterhin viel Spaß beim Bücherschreiben. Kommen bestimmt noch einige, oder? Ja, genau. Bin schon am nächsten dabei. Ja. Das werde ich nächstes Jahr schreiben und wird hoffentlich auch nächstes Jahr kommen. Aber das ist ja erstmal für mich deswegen wichtig. Das ist kein Buch, was man von vorn bis hinten lesen muss, ja, wie andere Bücher, sondern ich stelle mir das eigentlich so vor, dass man immer da drin blättert, sich irgendwo ein Zitat durchliest und dann überlegt, was bedeutet das für mich, ja? Oder meine Lieblingsidee, das sind ja so viele unterschiedliche Themenbereiche. Machen Sie es wirklich so, kaufen Sie erstmal das Buch selbst, ja? Aber dann, wenn Sie sagen, ja, das ist gut, kaufen Sie wirklich mal 4, 5 Bücher, schenken die an Ihre Freunde. Ja? Ja. Ich werde Ihnen jetzt als Dank 3 weitere Bücher mitgeben. Ja? Dann können Sie das Ihren 3 Freunden mitgeben und dann probieren Sie auch einfach mal aus, dass Sie sagen, lass uns jede Woche eine Stunde zusammensetzen, ja? Und drüber sprechen, über diese Zitate und dann, was bedeutet es ganz konkret jetzt für uns, für unsere Arbeit? Wo ist was, was wir anders machen können? Und ich wette, wenn Sie das 20 Wochen lang gemacht haben, mit guten anderen Leuten zusammen, ja? Dass Sie so ein Meeting machen, immer sagen, jetzt geht's 1 oder 2 Stunden nur um diese Themen, da nehme ich mir irgendwo das Thema Fokussierung vor oder das Thema reich werden oder das Thema Verkauf. Und dann haben sie gebündelt, das sind insgesamt 210 Zitate der klügsten und erfolgreichsten Menschen der letzten 2500 Jahre. Ja? Perfekt. Und wer sagt, dass er von denen nichts lernen kann? Ja? Also dem ist nicht mehr zu helfen.